Herzlich willkommen zu Knöpfe und Nadel. Ich bin Annika und heute soll es mal um Größenlabels gehen. Ich habe festgestellt, bei meinen selbstgenähten Sachen, wenn ich nie die Größe mit rein drucke, plotte oder was auch immer, dann weiß ich am Ende nicht mehr, was für eine Größe ich da hergestellt habe. Und wenn ich die Sachen weiter verschenken möchte, dann habe ich ein echtes Problem. Deswegen möchte ich das ab heute ändern und Größenlabel in meine Kleidung reinplotten. Dafür habe ich eine ganz einfache Methode gefunden, wie ihr das gratis alleine mit eurem Plotter hinbekommen könnt. Natürlich könnt ihr Größenlabel auch kaufen. Das ist gar kein Problem. Ihr könnt diese Plotterdateien online erwerben. Ich habe selbst welche im Shop. Es ist nur so, dass man vielleicht auch für Erwachsene welche braucht oder nicht immer ein Teddybär-Motiv haben möchte und so weiter. Und deswegen schauen wir uns jetzt einmal an, wie man das ganz einfach selbst machen kann. Das hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und wenn euch das Video gefällt, dann folgt doch meinem Kanal. Viel Spaß und wir wechseln jetzt an den PC. Dafür geht ihr auf dafont.com und dort könnt ihr aus verschiedenen Kategorien Schriftarten aussuchen. Für den privaten Gebrauch dürft ihr hier alles benutzen. Wenn ihr dagegen vielleicht gewerblich diese Größenlabels erstellen wollt, dann geht das hier auch mit diesen Schriftarten. Dafür ist wichtig, dass ihr euch genau die sucht, die erstens 100% kostenlos sind und dann muss auf jeden Fall dieses Häkchen unter Public Domain GLP OFL stehen. Das bedeutet, dass diese Schriftarten genutzt werden dürfen für Gewerbe. Das heißt, wenn ihr eure Sachen verkaufen möchtet, dann könnt ihr hier super diese Größenlabel selbst erstellen und benutzen, so oft ihr wollt. Und das ist auf jeden Fall ein Profi-Tipp von mir. Ich finde zum Beispiel diese Schriftart richtig gut. Also ich würde natürlich darauf achten, dass es eher eine dickere Schriftart ist, die man gut ausschneiden kann mit dem Plotter. Alles, was hier so dünn ist mit solchen Linien, das macht sich sehr, sehr schlecht. Auch die hier wäre zum Beispiel richtig cool. Ich finde auch Schriftarten mit solchen Sonderzeichen richtig toll. Hier sieht man schon, wie es aussehen würde, wenn man das dann als Umrandung noch mitmacht. Das finde ich richtig cool. Hier kann man auch zum Beispiel, wenn man sich so eine Schriftart einmal anschaut, nochmal die Sonderzeichen anschauen. Die finde ich nämlich ganz interessant. Dann einmal die richtige Schriftart gefunden habt, die euch gefällt, die auch wirklich gut geschnitten werden kann. Dann klickt ihr auf Download und das Ganze wird automatisch runtergeladen. Ihr öffnet dann einmal euren Download-Ordner. Und entpackt das Ganze dann. Ich nehme jetzt mal diese Schriftart vor. Und dann könnt ihr die dann einfach mit einem Doppelklick installieren. Genau, jetzt klicke ich auf Installieren. Man sieht im Hintergrund alle anderen Schriftarten, die ich schon habe, beziehungsweise die ich installiert habe. Ich merke mir jetzt einfach diese Starborn-Schriftart und werde die dann gleich benutzen. So, wenn ich jetzt auf Installieren klicke, dann wird die automatisch installiert. Und erscheint dann hier in meinen Schriftarten. Hier haben wir jetzt Starborn gefunden, die ist jetzt drin. Und hier kann man sich auch nochmal als Vorschau alles anschauen. Auch die Sonderzeichen, die hier dabei sind, die ich auch richtig süß fand. Ich muss mir nur merken, dass das kleine A ein Stern ist. Zum Beispiel, dass ich das benutzen kann. Ich finde aber auch das O gefüllt mit dem Stern ganz süß. Das kann man sich dann so zusammennehmen, wie man das möchte. Auf jeden Fall sahen die Zahlen gut aus und das ist eigentlich die Hauptsache bei diesem Stil. Das ist wirklich eine unglaubliche Welt. Ich könnte ewig bei Dafonts rumsuchen. Übrigens, unter dem Reiter Formen findet ihr auch nochmal coole Symbole, die ihr auch benutzen könnt für eure Größenlabel. Und jetzt wechseln wir einmal in die Plotter-Software und schauen uns an, was wir jetzt mit diesen tollen Schriftarten anfangen können. Ich zeige euch das jetzt grob an der Cricut-Software. Das geht mit allen gängigen Plottern und allen möglichen Software-Vorgaben von den Herstellern, die ihr da habt. Mittlerweile sind alle ungefähr auf einem gleichen Level und man hat sogar irgendwie dieselbe Steuerung. Deswegen zeige ich es euch einmal an dem Programm, mit dem ich mich am besten auskenne. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Also habe ich mir als erstes überlegt, wie fängt man denn an? Also wie erstellt man sich denn ein schönes Größenlabel? Man könnte jetzt einfach einen Text schreiben, ne? Also man könnte jetzt einfach sagen, okay, ich habe hier Text, die Schriftart, gucken wir mal, welche mir Cricut jetzt vorgibt. Und das seht ihr schon, die meisten muss man ja bezahlen. Ich könnte jetzt irgendwie so eine Standardschriftart hier nehmen.
zeige ich euch mal, wie die aussehen würde. Die sieht jetzt nicht schlecht aus. Ich denke mal, bei Silhouette und Co. wird es auch Standardschriftarten geben. Aber mein besonderer Trick ist, das habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, dass man eben nicht diese Cricut-Schriftarten nimmt. Also man klickt hier einmal bei der Schriftart drauf, sondern man kann auf System schalten. Ich habe jetzt hier meinen Text und da möchte ich mal diese coole Schriftart probieren. Also wie gesagt, voreingestellt ist immer Cricut. Ich nehme jetzt einmal System und meine Schriftart war ja Starborn. Die suche ich mir mal raus, da ist sie schon. Und das System ist sie hinterlegt. Da verändert sich auch gleich mein Text, also das geht gleich direkt los hier. So, und jetzt wollen wir hier drin mal schreiben. Dann nehme ich ein kleines A, weil ich finde den Stern ganz niedlich. Und die 98 und noch ein Stern. So, dann habe ich hier jedoch eigentlich schon fast ein cooles Größenlabel fertig, oder? Also einfach, ich schreibe die Zahl und nehme noch Sonderzeichen dazu. Macht es schon direkt besonders süß und besonders schön. Ich finde das unglaublich toll, dass es diese Schriftarten gibt mit diesen Sonderzeichen drin, wo dann alles richtig schick aussieht. Das würde ich jetzt als erstes mal stehen lassen. Man muss das dann größentechnisch natürlich anpassen. Ich nehme jetzt hier einfach auch Folien, die noch übrig sind. Also ich habe noch kleine Folienreste. Ich hebe da auf jeden Fall alles auf. Jede Ecke, alles Kleine wird bei mir nochmal mehrmals benutzt. Und das werde ich jetzt einfach, ich gebe dem Ganzen jetzt irgendeine Farbe, damit der Cricut die dann unterscheiden kann. Das nehme ich jetzt einfach lila dafür. So, okay. Und das ist jetzt Größe 98. Einfach Sonderzeichen schreiben. Das wird ausgeschnitten und dann ist das erledigt. Als nächstes möchte ich euch mal zeigen, wie man das noch ein bisschen anders lösen kann. Dann nehmen wir einfach auch mal eine andere Schriftart, damit das ein bisschen spannender bleibt hier. Was nehmen wir denn jetzt? Ich habe noch mehr coole Schriftarten entdeckt bei mir, die so ein bisschen dicker sind auf jeden Fall, die man gut schneiden kann. Finde ich, sieht auch cool aus. Dann nehmen wir die 104. Witzig, dass es so ein bisschen verschoben ist. Und hier nehme ich jetzt mal was richtig Cooles. Das wird jetzt ein Offset. Also diese 104 wird dann einmal umrandet und dann wird nicht die, also dann plotte ich nicht die Zahlen direkt, sondern sozusagen die Hülle außenrum. Also ich klicke dafür einfach mal auf Offset. Da öffnet sich hier bei Cricut so eine Übersicht. Da kann ich das noch verändern. Ich kann das enger machen um die 104 rum. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt gut sehen könnt. Die hat sich versteckt. So, also ich klicke auf Offset und dann kann ich das hier auswählen, wie groß das sein soll, wie eng das an den Zahlen hängen soll. Genau, also so finde ich es zum Beispiel ganz gut. Ich mag es nicht so gern eckig. Man kann das rund oder eckig benutzen. Und das Offset kann man verschweißen. Ich wende das jetzt einmal an. So, jetzt haben wir sozusagen zwei Schnitte. Das finde ich aber nicht gut. Ich möchte nicht, dass zweimal geschnitten wird und ich zwei verschiedene Folien benutze, sondern ich möchte das Ganze einmal kombinieren, sodass die 104 weggeschnitten wird von diesem Offset und gehe auf Subtrahieren. Subtrahieren bedeutet immer, dass das, was vorne ist, weggenommen wird von der untersten Ebene. Und dann seht ihr schon, genauso hätte ich es jetzt geplottet. Das sieht doch richtig cool aus, oder? Genau, das können wir jetzt ja auch einfach mal schwarz lassen. Das ist jetzt eher quadratisch, finde ich aber irgendwie cool. Deswegen werde ich den, glaube ich, sogar zweimal machen. Und dann könnte man ja jetzt auch noch eine ganz klassische Variante machen. Also ich habe mir überlegt, ich nehme jetzt hier so eine Vorlage von Formen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene, die auch gratis sind für jeden. Da nehmen wir jetzt wirklich mal ganz klassisch ein Rechteck. Das kann ich mir noch zurechtbiegen, wie ich Lust habe. Da müssen wir dann mal schauen, welche Schriftart ich jetzt nehme. Dann nehme ich mir hier wieder einen Text. Was machen wir da jetzt für eine Größe? Wir hätten hier noch eine 122. So, die 122, die sieht so aus. Ist vielleicht nicht so cool in der Schriftart. Was könnte man da noch nehmen? Die ist, glaube ich, auch richtig stark hier. Ja, die gefällt mir richtig gut. Die sieht cool aus. So, jetzt nehme ich mir das Ganze wieder vor und werde das Ganze wieder subtrahieren. Und jetzt habe ich wirklich ein ganz klassisches Label gemacht. Ich könnte jetzt hier auch wieder mit der Schriftart noch einen Stern mir nehmen. Ich mache das jetzt mal ganz einfach. Dupliziere mir das Ganze. Nehme hier den Rest weg.
Und ich lege mir noch den Stern hier so drauf. Den mache ich mir noch ein bisschen kleiner. Ich glaube, das wird richtig cool aussehen. Und jetzt wird das Ganze nochmal subtrahiert. Und jetzt sind die Sternchen weg. Jetzt habe ich auch die 122 nochmal so mit so Sternchen versehen. Das finde ich richtig cool. Wie gesagt, es gibt auch Schriftarten mit Herzen, die ihr dann zum Ausschneiden nehmen könnt. Vielleicht gibt es in eurem Plotter-Programm auch Formen, die vorgegeben sind, die ein bisschen hübscher sind als jetzt zum Beispiel das Herz. Das ist so standardmäßig, das gefällt mir irgendwie einfach nicht. Das könntet ihr aber natürlich trotzdem nehmen zum Subtrahieren. Ihr könnt ja auch kleine Bilder noch draus basteln. Das ist ja alles machbar und das finde ich richtig cool. Also wir haben jetzt einmal die Standardlabel gedruckt. Wir können jetzt einfach in jeder Schriftart, die ihr euch bei der Font aussucht, und das kann wirklich jede sein, könnt ihr euch jetzt einfach hier so ein Label machen. Ihr könnt so ein cooles Offset machen, wo alles umrandet ist. Oder ihr nehmt eine Form und schneidet das Ganze einfach aus. Das finde ich auch richtig cool. Und fertig sind eure ganz individuellen Größenlabel. Meine Größenlabel sind jetzt fertig und jetzt kommen wir mal zum Plotten. Dabei finde ich richtig schön, dass man dann auch einfach mal Folienreste benutzen kann, weil diese Größenlabel ja nicht besonders groß sind. Und je bunter, desto besser. Und desto besser gefällt es meistens auch den Kids. Deswegen nehme ich jetzt einfach ein paar Reste, die ich mir aufgehoben habe, und klebe die auf meine Schneidematte. Das zeige ich euch jetzt. Vergesst dann beim Zuschnitt nicht, wenn ihr die Schneidematte benutzt, einmal nochmal genau nachzumessen, falls ihr wie ich jetzt nochmal Reste benutzt, ob das auch genau passt. Also meins ist jetzt 3 cm breit und 3 cm hoch, ungefähr zumindest. So müssten ungefähr meine Reste dann auch sein. Wichtig ist, das ist jetzt wieder Flexfolie, das heißt, das wird aufgebügelt, immer spiegeln. Also ihr müsst es genau so drauf machen und spiegeln, damit man die Zahlen dann am Ende auch lesen kann. Bei manchen Bildern ist das überhaupt nicht wichtig, deswegen möchte ich es jetzt nochmal extra erwähnen. Jedes einzelne Projekt, wenn ihr wie ich mehrere verschiedene farbige Folienreste benutzen wollt, wichtig ist, dass ihr immer spiegelt. Und jetzt wollen wir einmal den Zuschnitt beginnen. Jetzt werden die Label einmal zugeschnitten vom Plotter. Das geht ja ganz automatisch und dann wird noch entgittert. Die fertigen entgitterten Label kann ich dann in eine Mappe tun. Ich habe mir hier so eine alte Bewerbungsmappe genommen und alte Folien, habe die einmal an der Seite aufgetrennt und dann kann ich meine ganzen Label da so reinkleben, denn die Folien haben ja den Vorteil, dass sie kleben, und dann kann ich die alle sortieren und die stauben nicht ein. So können sie auch im Schrank verstaut werden. Um das Ganze dann jetzt aufzubringen, nehme ich mir mein Label einmal aus meiner Mappe, messe mir ab, wie das Label genau mittig sein kann. Am besten ihr macht das, wenn ihr noch mitten im Nähprozess seid, an einer Stelle direkt nach dem Zuschnitt. Das wäre am besten, dann kommt ihr am besten ran. Nach dem Pressen kann ich dann meine Folie abziehen und fertig ist das Größenlabel, das ich komplett selbst erstellt habe. Dabei könnt ihr natürlich die Farben eurer Label auch einfach abstimmen mit eurem aktuellen Nähprojekt. Dafür nehmt ihr einfach die passende Farbe. Am besten ist natürlich, wenn es recht auffällig ist, sodass ihr es immer finden könnt. Jetzt kann ich mein Projekt weiternähen. So sieht dann das fertige Label am fertigen Projekt aus und ich finde, es ist wirklich schön geworden. Dabei sind natürlich immer mehrere und verschiedene Varianten möglich. Ich möchte jetzt einmal nochmal einen Instagram-Kanal erwähnen, der mich hier für dieses Video inspiriert hat, nämlich der Kanal von Stoffifee. Stoffifee ist ein kleiner Kanal, der jeden Tag richtig coole Plotter-Tipps gibt. Schaut doch mal bei ihr vorbei. Meinem Kanal dürft ihr dabei aber natürlich auch jederzeit folgen. Ich freue mich über jedes Abo und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß!